Willkommen zu einer Runde Survival Games. Wir spielen heute auf der Map GTA San Andreas und auf dem Rangers Server und der Champ. Ah, wir haben einen Champ drin. Scheiße. Eine 24er Runde. Mal gucken, ob unsere Anfangskisten gut sind. Ja, kann man mitnehmen. Ist nicht so schlecht, ne? Ziehen wir uns mal gleich eine Hose an. Und dann werden wir hoffentlich gewinnen, ne? Das wäre ganz toll. Ich habe auch wieder was zum Erzählen. Und zwar wird es bald ein neues Projekt geben. Also zwei Menschen oder drei Menschen vielleicht wissen davon. Und ja, sonst weiß das noch keiner, deswegen ihr wisst es wahrscheinlich auch nicht. Außer ihr seid einer von den drei Menschen. Und ja, es wird also bald wieder ein neues Projekt geben. Es wird nicht Vanilla sein oder so. Also es wird nicht sowas wie Craft Attack oder irgend sowas, sondern was Eigenes, was es glaube ich noch nie so auf YouTube gab. Also ich habe das zumindest noch nie auf YouTube gesehen, muss man sagen. Okay, den müssen wir jetzt erstmal kombinieren. Nein, fall doch nicht. Ach, ich komm schon. Also, das gab's noch nie auf YouTube und jetzt tötet er sich mit einer Enderperle, der Idiot. Oder er portet sich einfach weg. Gute Idee. Gute Idee. Okay. Der war nicht so gut, muss man sagen. Wie komme ich jetzt da rein? Toll. Wie komme ich jetzt hier rein? Ah, okay. Aber wie komme ich da hoch? Auf den Baum für die Sache. Ich bin so dumm. Nein. Okay, wir sneaken jetzt hier. Drehen uns rum. Gehen ganz hoch und... Ah, komm schon. Da drüben liegt das Steinschwert. Das hätte ich gerne. So, warte. Wir holen uns jetzt so die Sachen. So. Okay, das Steinschwert haben wir dann. Dann können wir weitergehen. Ja, dann haben wir schon mal ein Steinschwert. Das ist auch ganz cool. Ja. Es wird ein neues Projekt geben. Ich kann euch nicht zu 100% garantieren, dass es noch nie auf YouTube gab. Aber, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es noch nie gab. Zumindest von einem größeren YouTuber. Es ist auch nicht so ein Modpack, also es wird auf jeden Fall was mit Mods sein. Das kann ich euch schon mal sagen. Es wird aber nicht so Industrialcraft-mäßig sein. Das ist ein Dreier-Team. Ist das denn ernst? Okay, ich erinnere mal, ne? Also es wird was sein, was man wahrscheinlich noch nicht so oft gesehen hat, das wäre schon gesagt, es wird was mit Mods sein. Diese Mods sind aber eher unbekanntere Mods, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, was die da tun. Ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass ich gleich getötet werde. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen sollte oder eher nicht. Okay, der will Stress. Kann er gerne kriegen. Ah, jetzt rennt er wieder weg. Ich hasse Menschen, die erst immer angreifen und dann wegrennen. Das... Ja. Diese Menschen, ne? Renn doch nicht. Ach, komm. Spasti. Ah, Mann. Warum müssen die immer wegrennen? Das ist doch richtig gay. Die rennen und rennen und rennen und rennen. Ha. Mach schöne F50. Das fällt gar nicht auf. Nein. Das war... Jetzt verschwende ich schon wieder meine Zeit an so jemanden. So. Naja. War jetzt nicht so der schwere Kampf, muss ich ehrlich zugeben. 2,22 Skill. Oh, krass. Mein Skill-Level steigt. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal eine komplette Rüstung. Schon mal. Oh, ein Spieler. Scheiße. Könnte hart werden. Aber haben wir auch geklatscht.
So. Ja, muss man schon sagen, war ein bisschen besser. Hat aber geleckt wie Sau, deswegen. Naja, war ja wahrscheinlich auch nicht so gut. Crafting Table. Okay, cool. Ja. Also ihr könnt euch demnächst bald auf ein neues Projekt freuen. Wer alles dabei sein wird, werde ich euch nicht jetzt noch nicht sagen. Und um was es genau gehen wird, werde ich auch euch auch nicht sagen, weil also mit den Mods, mit denen wir spielen werden, es werden nicht wenige sein. Also kenne ich mich eigentlich kaum aus. Also ich habe da so nicht wirklich eine Ahnung von, muss ich ehrlich zugeben. Das weiß ich nicht. Nicht so richtig, wie man mit den Mods so irgendwas macht. Aber das, was ich gesehen habe, was man machen könnte, ist auf jeden Fall richtig geil. Und ja. Mehr will ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Sonst spoilere ich hier zu viel, das will ich auch nicht. Und ja. So. Dann sind wir eigentlich schon soweit durch mit dem Thema. Jetzt müssen wir bloß noch gewinnen. Deswegen hole ich mir jetzt das Eisenschwert. Und ich hoffe, ich werde nicht verkacken. Mit diesem tollen Jump'n'Run. Na, Konzentration. Okay. Hier haben wir nichts Tolles. Hier müsste aber das Eisenschwert drin sein. Jawohl. Das gute Eisenschwert. So. Verbrennen wir erstmal die ganzen unnötigen Sachen. So, haben wir jetzt hier ein bisschen was? Bogen wäre nicht schlecht. Das nehmen wir auch noch mit. Jetzt müssen wir natürlich wieder zurückkommen, ne? Okay, das war schon mal der falsche Weg. Müssen wir wohl doch durch die Mitte gehen. Ach, komm schon. Nicht verkacken. Okay, jetzt hier vorsichtig rum. Hier hin. Hier, hier und hier. Ah ja, perfekt. So, jetzt sind wir ganz gut ausgerüstet und können noch ein paar Gegner klatschen, würde ich mal sagen. Das ist übrigens gerade wieder mein erster Versuch. Weil das ist eigentlich. Also, erster Versuch und dann gleich gute Runde hat man. Also, habe ich in letzter Zeit relativ oft. Was ich sehr feiere, da man da nicht so viel Zeit braucht dafür, um aufzunehmen und man kann halt. Man muss nicht tausendmal über dasselbe Thema reden. Weil wenn man jetzt anfängt zu reden und dann so direkt stirbt, ohne irgendjemand gekillt zu haben, so richtig noobig, dann lade ich das nicht, also nicht hoch, weil das ist dann auch scheiße. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach meine Audiospur nehmen, ein anderes Gameplay hinterlegen und also was ich schon mal gespielt habe. Und dann wird das auch gehen, aber ich finde das so live. Sozusagen ein Live-Commentary ist ein bisschen cooler als immer so, weil ich weiß nicht, so ein Gameplay, was ich schon 10-mal gesehen habe, mir nochmal anzugucken und dabei einfach zu reden. Ja, ich weiß nicht. Da kann man sich zwar gut auf das Thema konzentrieren, aber naja. Es ist, ich finde das nicht so gut. So. Jetzt würde ich gerne mal ein paar Gegner finden, aber wahrscheinlich gibt es hier noch so ein Team und wenn ich an dem Team. Da ist jemand. Wenn ich an dem Team sterbe, werde ich die Runde trotzdem nehmen. Kann ich euch versprechen. Okay, der ist ganz gut equipped, soweit ich das sehe. Wo ist er hin? Ist er an dem Baum? Gut, so gut equipped ist er jetzt auch nicht. Ah, jetzt rennt er natürlich. Jetzt rennt er, die kleine Ratte. Okay, den haben wir aber geholt. Das war ganz leicht. So. Sind wir auch schon fast Full Iron und haben jetzt auch einen Bogen. Allerdings keine Pfeile. Ist gerade jemand? Nee, ich glaube nicht. Dann gucken wir nach. Nee, okay, entmüllen wir uns erstmal ein bisschen. Ja, okay. Das können wir behalten. Ein paar Pfeile wären nicht schlecht, ne? Das wäre ganz geil. So, ist ein schöner Screenshot. Können uns ja noch ein paar Schneebälle ins Inventar rücken. Und Spawn ist auch niemand. Hier ist einfach gar keiner.
Ich will es aber nicht, dass ich von einem Team hier ausgebaut werde. Okay, das wird nichts drin sein. Und jetzt versagt meine Stimme gerade. Verdammt, hier. Oh Mann, das ist so ein scheiß Random-Team. Ich hasse diese Teamer. Die einfach nicht mehr skypen, sondern einfach nur so Random-Team und dann immer noch im Chat schreiben: Hier, ich brauche Schwert. Hier, danke, bitte, Schwert. Ja. Ich weiß nicht, warum man sowas tut. Wahrscheinlich, weil es auch nur 1000 andere Leute machen. Hab ich da gerade zufällig einen Namen gesehen? Nee. Wo gibt es gleich nochmal Endergames? Na. Tja. Aber der Champ ist tot. Das heißt, theoretisch kann man gut gewinnen. Es könnte bloß dieses Problem geben, dass hier so ein Team kommt. Es könnte immer noch ein Dreier- oder ein Vierer-Team sein, vielleicht auch noch ein Zweier-Team oder einzelne. Am besten wäre natürlich einzelne Menschen. Aber das sind meistens nicht. Ist hier gerade jemand ins Haus gegangen? Chill ich hier erstmal. Ey, komm, mach doch die Tür zu. Erstmal ein Keks. So, jetzt chill ich hier oben. Kiste mit nichts. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, wenn wir jetzt runtergehen, dass wir geklatscht werden. Das will ich nicht. Deswegen renne ich jetzt hier mal weiter. Ah, er kommt nicht raus, ne. Also da war wahrscheinlich keiner. Das war pure Einbildung. Tronic. Also wahrscheinlich der Checker und Tronic machen Team, würde ich mal sagen. Ah. Ich jetzt noch wüsste, wo die sind, ne? Ich hoffe, die sind nicht so gut equipped, weil sonst wird es echt schwer, die zu besiegen. Das wird dann verdammt schwer. Aber ja, Eingang zum Haus mit dem Wissendach. Mit dem Wissendach? Meint er vielleicht weiß oder so? Keine Ahnung. Aber Mann, ich hasse es rumzulaufen und keine Gegner zu finden. Jetzt wäre so ein Kompass oder sowas nicht schlecht. Ich bin schon wieder am Spawn. Ich glaube, es gibt hier gar kein Chest Review oder so. Das heißt, das bringt uns nichts. Wenn wir Eisen finden, bringt uns das auch nichts. Außer halt, man findet so viel, dass man eine Eisenhose craften könnte. Was aber, denke ich mal, nicht der Fall sein wird. Tja. Ja, ein bisschen essen. Und rennen. Pfeile wären. Da war ein Gegner, oder? Hä, ja, da war doch gerade ein Gegner, 100%. Oder doch nicht. Da haben sich welche gegenseitig wieder getötet. Aber ich finde keine Gegner. Ach, nee. Mal schauen. Gegner, wo seid ihr? Hier war ich auch schon vorhin in dem Gang. Die Kiste war ich auch schon. Ach, das ein Feuerzeug wäre auch noch nicht so schlecht. Spawn-Treffen. Spawn-Treffen. Bitte schreib ja, dann kann ich zum Spawn kommen. Die ein bisschen töten. Obwohl, wenn der eine ja jetzt. Hat okay geschrieben, ja. Das heißt, die müssen beim Spawn gleich sein. Okay, das ist meine Chance, das Team zu töten. Weil es leben nur noch jemand und da hat das Team. Wenn ich das Team töte, dann gibt es nur noch einzelne. Was? Alle Kisten? Es gibt auch Chest Review, ich Idiot. Okay, das brauche ich alles nicht. Ich will ja erstmal zum Spawn gehen und die einfach töten. Aber vielleicht kann ich ja auch die schon die Kisten noch im Spawn mitnehmen. Okay. Ah, ein bisschen Essen ist nicht schlecht. Okay.
Ja, beim Spawn ist jemand. Den hole ich mir erstmal. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Oder siehst du mich? Nee, du siehst mich nicht. Okay, der stirbt. Ja, vernichtet. Der war ganz gut zu meistern, ne? Der hatte Full Iron. Nee, nicht ganz, aber fast. Ah. Goldapfel. Der ist auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir natürlich gut aufpassen, dass hier kein Gegner kommt. Weil der andere wollte ja auch noch zum Spawn kommen. Ah, Enchanting Bottle ist auch nicht so schlecht. Wir müssen jetzt hier gut aufpassen. Sehr, sehr gut. Gerne noch mein Eisenschwert entfernen. Das wäre noch ganz cool. Ja, noch eine Enchanting Bottle. Jetzt können wir unser Schwert enchanten. Wenn wir ein TNT können wir auch mal mitnehmen. Dann sind wir nämlich richtig gut equipped. Ich will nicht, dass der jetzt kommt. Der jetzt kommt mir am Arsch, denke ich. Goldapfel. Ein paar Sachen. Ha. Paar Enderperlen. Enchanting Bottle brauche ich jetzt auch nicht mehr. TNT kann ich haben. Noch eine Enchanting Bottle. Ah, Eisenbrustpanzer. Ist natürlich auch keine schlechte Sache, nehmen wir es mal mit. Wo kann man jetzt enchanten, ist hier die Frage. Ich schmeiß erstmal den ganzen Müll hier in die Ecke. Warte, ich stelle mich erstmal ein bisschen höher, damit ich nicht beim Aussortieren getötet werde. Okay, das Eisschwert werfe ich mal dahin. Ha, Ahnung, schmeißen wir alles mal weg. Dann holen wir jetzt noch ein zweites Level. Jetzt bräuchte man natürlich ein Enchanting Table. Ich dachte mal, der war am Spawn. Aber da war keiner. Das hier sieht dann noch Enchanting aus. Kann man hier durch? Ja, kann man. Paar Pfeile, immerhin. Ich bräuchte noch ein Enchanting Table, dann wäre ich echt der Boss. Aber wir haben gleich Deathmatch. In der Mitte ist wirklich kein Enchanting Table. Ah. Ach Mann. Mann. Ein Enchanting Table wäre jetzt wirklich noch das, was so das Beste wäre, was man bekommen könnte. Ich würde sagen, wir machen die trotzdem im Deathmatch fertig. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer im Deathmatch, denke ich. Wir haben zwar zwei Goldapfel. Ja, das weiß ich auch. Immerhin habe ich das Team zerstört. Also zumindest den einen davon. Aber ich denke mal, wären die zu zweit auf mich gegangen, wäre ich tot gewesen. Naja. Ich esse dann erstmal den Goldapfel. Ach du Scheiße. Erstmal Goldapfel. Erstmal mein Eisenschwert zeigen. Na, wie geht's euch so? Ja, mach Frieden. Okay, so kann man Menschen verarschen. Man darf sowieso kein Team im Deathmatch machen, also. Ich werde jetzt auch nicht darauf achten, wen ich da töte. Ich lasse es jetzt so ein bisschen kämpfen, ne? Und renn ein bisschen weg. So. Machen wir das Team auch kaputt, ne? Kommt ja doch bestimmt gleich von hinten, oder? Okay, den haben wir zerstört. Das war jetzt ein bisschen unfair, ne? Muss ich ja schon so zugeben. Okay, gegen den werden wir jetzt verkacken wahrscheinlich. Obwohl, es sieht gar nicht so schlecht aus. Okay. Oh, Scheiße, jetzt gibt er ins Combo. Wir haben ihn zerstört. Wir haben es einfach gewonnen. Okay. Ich würde mal sagen, perfekte Runde. War zwar knapp am Ende, aber wir haben gewonnen. Und ja. Also ich habe kein Team gemacht eigentlich. Ich habe nur ein bisschen. Ja, war ein bisschen unfair, ne? Muss ich ja schon zugeben. Aber nichtsdestotrotz, ciao, bis zur nächsten Folge und tschüss, bis zum nächsten Mal.